Ein Dirndl für den jungen Mann. Der Flirtfaktor ist hier sehr groß, aber auf der Wiesn ist es natürlich gefährlich. Erstmal herzlich willkommen bei Wiesengaudi TV, Frau Effenberg. Hallo. Jetzt erzählen Sie mir doch mal ganz kurz, was das Dirndl so richtig besonders macht. Was das Dirndl besonders macht? Also es muss ein tolles Dekolleté haben. Ja. Bitte keine durchsichtigen Blusen. Schwarz darf es auch nicht sein. Und ich mag bei älteren Damen, ich bin jetzt letzte Woche Freitag 48 geworden, keine kurzen Dirndl. Ich finde, das sieht hässlich aus. Das sieht billig aus und lieber dann eine Lederhosen anziehen oder irgendwas Lustiges, Witziges. Aber so kurze Dirndl und wenn die älteren Damen dann da auf dem Tisch tanzen, ich finde das dann doof. Flirtet man mit Dirndl anders? Mein Mann liebt mich im Dirndl und er ist heute nicht mit dabei. Wir haben heute Frauenwiesen und er hat mich gerade ein bisschen komisch angeschaut. Oh, sehr, sehr schöne Schuhe. Oh, das Dirndl ist aber wirklich sehr, sehr schön. Er wollte mich gar nicht gehen lassen. Aber auf der Wiesn ist es natürlich gefährlich, gell? Der Flirtfaktor ist hier sehr groß. Mich wurde gerade schon am Tisch gefragt von der Gastgeberin, ob ich denn jetzt nicht mal ein paar Jungs organisieren könnte, weil der Tisch so langweilig wäre. Gibt es da eine spezielle Energie auch, wenn nur Damen schön feiern? Also Regine Six Wiesn ist natürlich immer was Besonderes, vor allen Dingen, weil es für einen guten Zweck ist, für Tränchen trocknen. Das unterstütze ich immer sehr jedes Jahr. Ich bin sehr, sehr stolz und froh, dass ich auch immer dabei sein darf. Und sowas sollte man auch unterstützen. Und das ist natürlich auch mega lustig, weil da wirklich ordentlich gelästert wird. Und da sind ja Damen allen Alters, ob jung, ob alt. Meine Tochter war ja auch da, die ist erst 14. Die hat dann immer gesagt, Mama, guck mal, das kann man doch nicht anziehen. Und ich so, doch, man kann. So, Frau kann und soll auch machen, was sie will. Und ich finde, auch Paradiesvögel gehören auf die Wiesen, wo die Dirndl halt einfach sehr extrem sind. Finde ich lustig, finde ich witzig. Aber ich stehe auf Klassiker. Es darf ruhig ein bisschen glitzern. Aber ich finde es auch schön, wenn es nicht zu viel ist. Was ich natürlich auch immer spannend finde, Sie haben es vorher angesprochen, das Thema Flirten auf der Wiesen. Ja. Und jetzt natürlich auch im Käferzelt, natürlich Prominente. Flirten Prominente anders? Also ich denke mal, wenn mich ein Typ blöd von der Seite anredet und meint nur so im halb besoffenen Zustand, können wir mal ein Foto machen und packt mich dann gleich, sowas mag ich überhaupt nicht. Aber wenn die Männer freundlich sind und nett sind und einmal auf ein Gläschen Wein oder Bier einladen, dann finde ich das lustig, dann macht man das auch. Das machen auch unsere Mädels da am Tisch, aber mehr passiert dann definitiv, zumindest bei uns verheirateten Frauen nicht. Haben Sie früher dann auch mal Männer angesprochen? Nö. Also Sie haben schon immer mich angesprochen. Was sind so die Geheimnisse von Seiten der Frau, wie kann man die Aufmerksamkeit auf sich selber lenken, wenn man einen feschen Bur vor sich hat? Ja, ich denke mal, dass man eben nicht zu viel machen soll, sondern sich eher zurückhält, aber mal kokettiert, mal ab und zu dahin schaut. Wenn er dann schaut, natürlich direkt wieder wegschauen. Bisschen Desinteresse, dann werden die Jungs ja dann noch verrückter und denken sich, die will ja gar nicht, die guckt ja immer weg und so. Und dann aber auch mal zurücklachen, aber mehr so ein Schmunzeln, nicht too much, so, ja, halt so ein bisschen kokettieren. Aber jetzt mal zu Ihren neuen Projekten. Haben Sie da was Sie hier für die Wiesengaudi-Zuschauer erzählen wollen, was Sie gerade machen? Ich würde das sehr, sehr gerne erzählen. Ich habe gerade zwei ziemlich große Geschichten. Da darf ich aber leider noch nicht drüber sprechen, weil es direkt, also das wird wahrscheinlich nächste Woche fest, aber ich weiß es nicht. Ich kann es nicht verraten. Nächstes Jahr vielleicht von Ihnen eine neue Dirndl-Kollektion? Das wollte ich dieses Jahr eigentlich wirklich schon machen. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das nächstes Jahr ein tolles Projekt werden könnte. Ich sage ja Menschenkenntnis. Ich sehe sowas sofort, dass Sie ein bisschen Geschmack für Mode haben. Seit zwei Jahren spreche ich schon wirklich immer mit Designern. Nur klar, ein Designer sagt natürlich immer, ich will mein eigenes Ding machen. Aber ich glaube, dass ich in der Astrid Zöll eine Dirndl-Designerin gefunden habe, die dann sagt, okay, ich mache zwar meinen Stil weiter, aber wenn du jetzt wirklich partout sagst, ich möchte 5 Dirndl kreieren, mal schauen, wie die ankommen bei den Leuten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ziemlich cool sein wird. Da bin ich gespannt und da freue ich mich drauf. Nächstes Jahr dann. Ein Dirndl für den jungen Mann. Sieht man sich wieder. Ich hoffe eine Lederhose, aber ich teste auch sowas aus. Ja, okay. Ich mach alles. Dann sehen wir uns hier wieder. Genau. Du in meinem Dirndl. Und auf dem Oktoberfest. Dirndl. Also das ist ein Versprechen für alle Wiesengaudi TV-Zuschauer. Vielen herzlichen Dank. Du freust dich schon auf meinen Dirndl. Ich freue mich wirklich. Ich mag sowas. Okay. Danke dir. Bitte. Ciao.